Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, The Elder Scrolls 5. Wow, mit Lex haben wir ja nichts zu tun, aber wir haben im letzten Part diese Höhle ausgeräuscht und müssen den Quest jetzt beenden, die letzte Ruhe. Und das machen wir noch gleich. Wasch. Ach so, Mortal. Gut, reisen wir hin. Obwohl wir eigentlich im letzten Part dahin gerannt sind, reisen wir jetzt dorthin. Einfach nur so, weil wir jetzt den Ladebildschirm immer so gerne betrachten. Und das ist auch schon wieder ein bisschen morgen. Und wir können jetzt reingehen. Hochmondsaal zum dritten Mal. Diese Quest. Und wieder abermals. Sitzt die Gude und schlaft. Nun seht euch nur an. Wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Dann würde die Welt keine Welt mehr sein. Denn alle würden nur Herrscher über sich selbst und der Welt sein. Und da wäre es Kriege und Schlachten. Der was? Der Götter geben. Genau, der Götter. Bei den Acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Es war zu leicht. Können wir all das jetzt hinter uns lassen? Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Was bekommen wir denn? 8000 Gold. Also gut. Auf Seitenwege freigeschaltet. Errungenschaft. Eine neue Errungenschaft. Na gut, Himmelsrand. Und wir werden jetzt die zwei Quests abschließen. Indem wir wieder mal jemanden töten mussten. Hier, Auftrag. Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Laden wir wieder und da kehren wir gleich wieder noch einmal zu einem Ladebildschirm, der uns dann wieder zu einem Ladebildschirm verleiten wird. Aber ist auch nicht tolle die Wurst. Und das Zeichen der dunklen Bruderschaft ist die blutige rechte Hand in einem Stein eingemeißelt. Oder eingeritzt oder eingegossen. Wenn man so. Kennt ihr es nicht irgendwie, wenn wir so in einen Beton oder so. Der noch feucht ist. Oder wenn ihr. Wir müssen reden. Okay. Hört zu. Irgendetwas geht hier vor sich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist, aber wir müssen es herausfinden. Schon wieder? Wenn die Mutter der Nacht euch tatsächlich den Befehl gab, mit einer Kontaktperson zu reden. Wären wir verrückt, das zu ignorieren. Okay. Ich denke, wir sind uns beide einig, dass Cicero bereits genug Wahnsinn über die Zuflucht gebracht hat. Also geht. Geht nach Volumrut. Es handelt sich um eine Krypta, die ziemlich weit im Nordosten liegt. Redet mit diesem Armand Moutier. Wollen wir mal sehen, wohin all das führt, hm? Okay, aber zuerst müssen wir natürlich... Meine ich das automatisch? So. Zuerst geben wir mal den Quest ab. Nach oben. Oder sitzt da unten? Nee, da sitzt oben. Also wir müssen jetzt hier so. Hallo. So viele Aufträge. Bitte sagt mir, Sarkasmus wäre diesmal fehl am. Und wenn ihr euch eine sanguinare Vampiris eingefangen habt, lasst euch bitte behandeln. Sonst endet ihr noch wie unsere Babette. Es sei denn, ihr habt es die ganze Zeit darauf angelegt. Hier ist eure Bezahlung. Na, danke. Und dann ist noch Lurpuk tot. Ich sage immer, nur ein toter Barde ist ein guter Barde. Ja, oder stimmt. Und all dem Frohsinn wird mir immer übel. Eure Bezahlung, wie üblich. Na, ihr seid ja mit Feuereifer bei der Sache. Ich muss euch aber leider enttäuschen. Es gibt gar nicht. Okay, dann machen wir hier den nächsten Quiz. Später wieder vorbei. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind wohl die Regeln, die hier herrschen. Ne? Du besäufst dich wohl gerne. Ne? Immer wieder trinken, trinken, trinken und trinken. Das hilft nicht weiter. Das ist eine Todsünde. Nee, keine Todsünde, aber es hilft nicht weiter im Leben. Merkt euch, ihr da draußen, die das Let's Play hier gucken. Es ist nicht gut. Dieser Screen hier, der sehen auch zum ersten Mal. War irgendwie
fürchterlich, als wir da reingehen mussten. Eigentlich wollte ich dazu kommen. Es ist eigentlich ganz... Es ist nicht behindert, aber man muss nicht prahlen, wenn man sich besäuft und zu viel Alkohol und weiß der Geil, was sich in sich reinschüttet. Denn es bringt nichts. Und was soll es denn? Erstens einmal... Man stirbt nicht gleich, aber es kann zum Tod führen. Und zweitens, Hirnzellen werden dann auch nicht schlauer und du wärst dann irgendwie dümmer. Ich habe gelesen sogar, der regelmäßig trinkt, hat irgendwie 20 oder bis zu 30, hat irgendwie 20 bis 30 IQ weniger. Also, da würde ich mich drauf einlassen. Oha. Ach so. Hallo Bär! Und tot. Hat sehr viel gebracht. Muss man sagen. Sehr viel. 1000 Jahre hat's gebracht. Natürlich, oder? Immer so. Ach, ist mal wieder schön, hier mit Blutflecken auf dem Bildschirm durch die Lande zu reisen. Obwohl. Und wir kommen hier an der Mühle vorbei. Was für eine Stadt ist denn das? Kennen wir die nicht? Halbmondmühle. Schöner Name für eine Mühle. Kommen wir gerne mal rauf hier. Hallo! Herrn und ich haben so gern Gäste. Diese Wachen sind so langweilig. Das ist der Typ, den wir da morden mussten. Ganz, ganz fein. Karnickel! Und jetzt geht's weiter. Ja, bis zum nächsten Mal. Dein Mann, zur Information, dein Mann ist, liegt auf dem Boden und trinkt. Hat ein wenig zu viel getrunken und ist tot. Einfach nur so. Wir müssen über den Fluss da. Ha, haben den Lachs gerade gefangen. Und jetzt geht's gleich weiter mit was denn? Mit eigentlich mit Nichten. Ach, hallo. Hallo. Fischer. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Jemand muss mir helfen. Hilfe. Was hat denn der? Jemand muss etwas unternehmen. Nö. Ja, okay. Genug. Wie, du hast das im Auge. So gingen eigentlich die Fischer dahin. Wegen dem gibt es keine Fischer mehr. So. Stielen hat er das dabei. Äpfel. Und ein leerer Sack. Wo war's? Was? Ich check da nicht. Ist das die Krabbe da vorne oder was? Hallo, Krabbe! Zweifacher Tod. Irgendwie wollte ich es gar nicht aufnehmen, aber ist mir egal jetzt. So, wo ist denn eigentlich der Herr hier geblieben? Der musste wohl von dann gehen. Hier, der Fischer. Nix dabei für mich. Ist ja toll. Eine tolle Wurst. Nie hat man etwas dabei für mich. Irgendwie wird es immer so blöde. Wir müssen jetzt wieder durch. Es wird langsam kalt hier. Aber wir sind so auf dem Pfad oder so. Ist ja toll. Cool. Wenn wir jetzt einen Schlitten hätten, können wir da runter säbeln. Merkt ihr es eigentlich auch immer, ich nehme immer die blödesten Wege. Das sind immer eigentlich die direktesten, aber nicht die am ungefährlichsten. Und somit hat sich das erledigt.
Na gut, wollen wir mal schauen, ob wir, wie weit wir gekommen sind. Wir sind jetzt hier, imaginär sind wir hier und. Ach so, gut. So. Ist ja toll. Eine tolle Wurst haben wir uns gefangen. Wir wissen gar nicht, wie wir. Also ja, ich weiß eigentlich. Mann, ich. Komm, jetzt gehen wir auf. Einfach auf dem Pfad laufen. Das ist das Beste. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Den kriegen wir, oder? Das ist wirklich ein Gegner. Ach so, aber nicht unser. Sturm Atonage. Hey! Hui, du bist davon gelaufen. Hey! Und wieder daneben. Haha. Fuck. Daneben. Jetzt komm mal her, Pippi. Waldelf. Ach, du bist eine Wurst. Ja, ja, uff. So, wenn ich schläge, wie das Ding abzieht, Junge. Da könnt ihr ja ganze Würmchen braten. Ja, kannst du auch tun, wenn du willst. Aber zuerst, ja, Wumms. Was, nö. Okay. Ey, das geht mir langsam zu weit hier. Und komm her! Waldelfe, du Kacknoob! Verdammt! Und den. Nicht den Säbel, aber mit dem. Ja. Mit dem. Wie heißt es denn? Schutzdingsbums da. Stahlpfeil. So, haben wir auch eingesackt. Uns geht's weiter. Der dunklen, tiefen Nacht. Des Tages. Der Wollust. Stahlpfeil. Möchte mal schauen, wie viele Pfeile wir eigentlich haben. Ja. Okay, Eisenpfeile haben wir genug. Achso. Der dreiche Bogen ansetzen und. Okay, 40 Stahlpfeile und wir haben hier Eisenpfeile. 147. Elfenpfeile. Schaden. 108. Vulkanglaspfeile. Hier haben wir nochmal ein Stück. So, jetzt haben wir die. Die besseren Ausrüste, die 14 Schaden machen, anstatt die 10 Schaden machen. Und vielleicht wird's etwas. Obwohl, wir haben ja hier noch. Okay, die machen 8. Behindert. Aber die sind gut für kleine Sachen. Wie zum Beispiel Krabben. Hier können wir mal die hier aussuchen. Und tot. Dieser hier. Fuck. Nicht getroffen. Aber schöne Animation. Die bewegt sich, Junge. Jetzt ist sie tot. War eine sehr tolle Animation. Das muss man Skyrim lassen. Den Patch ist wirklich verdammt gut. So. Da haben wir noch eine Festung da vorne, die wir auch irgendwie. Wenn wir nicht schon ausgenommen haben. Ich versuch das mal hier.
geht nicht. Noch einmal. Aber vielleicht wird es auch nicht besser bringen. Nö. Nee. Auch nicht. So. Muss man hier echt so ziehen oder was? Ja, Freunde, es ist wieder Zeit zum Aufhören. Oh oh. Nee, noch nicht. Doch noch nicht. Doch noch nicht. Wow, der hat eine Fresse. Was wollte denn der? Silberring? Ja, liebe Freunde, mit diesem kleinen Ding hier, Säbelzahntiger, möchte ich mich verabschieden von dem Let's Play Part schon wieder Skyrim. Bis zum nächsten Mal.